Warte! Jetzt müssen wir uns nicht mehr um teure Skins streiten. Wir haben doch einen Keydrop. Ja, voll! Meine Güte! Keydrop. Traumskins sind näher, als man denkt. Jo, wunderschön, guten Tag, meine Sprünge Fritzer. Chronix hier am Start und langsam sollte es auch das letzte Video sein aus der Keydrop-Woche. Wir haben ja 7 Videos und jedes Kommentar unter jedem der 7 Videos ist sozusagen ein Ticket. Und nachher könnt ihr im Endeffekt maximal 7 Tickets haben. Und der Verlierer wird durch einen Onzer ausgewählt und der gewinnt dann einen 110-Euro-Skin. Also zwischen 100 und 120 Euro, variiert ja immer so ein bisschen. Es sind jetzt auch extrem hochgegangen, seit CS2 draußen ist. Und ja, wir sind wieder bei 1400 Tacken. Es geht wieder bergauf. Wir waren ja wirklich runter auf 600 oder sowas. Langsam sehe ich da aber auch wieder Potenzial nach vorne. Muss ich ehrlich sagen, hier 80 Dollar Battle, auch direkt gesehen, rein da. Gambling natürlich auf 18, nur mit Kohle, die ihr übrig habt. Und er zieht direkt, ist das ein Loser Battle? Ne, natürlich ist kein Loser Battle. Er zieht einen 280 Euro Skin. Alter, können wir schon gar nicht mehr gewinnen, das ist so 0,5% Skin oder so. Oh, Junge. Erstes Battle hat sich direkt entschieden, also da kann sich in Sicherheit wiegen, ne? Ja, geht gar nicht. Kann ich nichts Krasses ziehen. Kann jetzt passieren, was will, aber muss auch gleich mal gucken in der Thunder Case, ob das nicht vielleicht sogar das krasseste Item war. Schauen wir jetzt direkt mal. Boah, übel hat der Profit gemacht. Wo ist denn hier die Thunder Case? Hier ist Thunder Case, 15 Dollar Kiste und der zieht, ich glaube, das beste Item, oder? Oh, nee. Es wäre noch ein bisschen Potenzial gewesen. Also ich hätte noch 0,06% Chance gehabt, auf was Besseres zu ziehen. Obwohl, nee, hier gibt es ja noch eine 0,2% Chance auf die Lightning Strike. Ja, aber die Chancen waren relativ gering nach dem ersten Pull direkt. Hat natürlich ein bisschen die Spannung rausgekickt, muss ich ehrlich sagen. Aber da machst du nichts. Boah, Alter, hätte ich schon Bock. Aber ist viel zu risky. 1100 Dollar Battle, das ist halt wirklich alles oder nichts. Wenn ich das drauf drücke, bin ich nicht direkt drin, gell? Nee, will es mir aber auf jeden Fall angucken. Das können wir nicht machen, das ist einfach zu bescheuert. Wäre das jetzt ein 600 Dollar Battle oder so und ich hätte noch gut was auf Tasche, okay. Hätte ich jetzt wieder 10.000 Dollar, okay. Aber so, das ist ja eigentlich fast alles von dem, was ich habe, deswegen, das ist nicht cool. Ich lasse es aber mal offen, weil ich es mir super gerne angucken würde, ob ich hätte gewonnen. Ob ich gewonnen hätte. Dann können wir mal schauen hier. Ja, 50 Dollar Battle auf 15 Skins, das ist schon zu viel. Ich würde auch mal noch ein Battle aufmachen, aber Underdog-Modus, 3 Spieler. Und wir machen Serpent Case, eine West Case und eine Bloodshot Case. Und trotzdem 555 Dollar. Ich habe jetzt Bock einfach. Ich will es jetzt einfach wissen. Underdog Battle, 1500 Dollar wird erstellt. Ich hoffe natürlich, jemand kommt rein. Der hat mich jetzt schon heiß gemacht, Alter. Am liebsten würde ich da wirklich drauf drücken und sagen, rein da. Aber wir probieren es jetzt einfach mal mit dem Underdog Battle. Das wird auch das Highlight sein dieses Videos. Danach kommt definitiv weniger. Komm, wir machen mal ein Bot vielleicht noch rein. Wir brauchen jetzt die mit den großen Win-Ratios. Also wir müssen den Biber-Bot mitnehmen. 2 von 3. Wird es auch den Leuten angezeigt. Ich hoffe, da kommt jetzt noch einer rein. Ansonsten im Notfall nehmen wir halt einen Bot mit dazu. Aber wenn ein anderer Spieler reinkommt, macht es das natürlich nochmal witziger. Wir haben aktuell halt 1 Uhr mittags. Das ist so ein bisschen das Problem an der ganzen Sache. Wir müssen aber schauen, ob sich da jemand traut. Ich glaube es fast nicht um 1 Uhr mittags, muss ich ehrlich sagen. Naja, okay. Haben ein bisschen gewartet, kommt leider keiner. Nehmen wir den Giorgio mit dazu. Crony, richtiger Loser, ey. Giorgio, Alter, die haben wirklich. Ich bin welche des Grauens. So, komm. Jetzt zeig doch mal, was ihr gewinnt hier. Wir haben beide quasi 60% zu gewinnen. Oh, nee. Giorgio hat schon mal gut gezogen. Biber, Alter, macht kein Auge. Macht kein Auge, Biber. Jawohl. Jawohl. Geil. Komm. Bitte. Jetzt keinen guten Pull. Oh, lecker, Digga. Das ist einfach der beste Modus ever. Mit 7 Dollar haben wir gewonnen. Mit 7 Dollar. 1800. Das ist einfach der beste Modus. Oh mein Gott, sollen wir es verkaufen und das 1000 Dollar Battle machen? Boah, ich keine Ahnung, aber wir verkaufen auf jeden Fall mal. Ist das noch offen? Digga, das kann man nicht machen, oder? Das kann man nicht machen, glaube ich. Wir sind halt auf 2600. Wir haben jetzt gerade so reingelackt. Jetzt ist wieder das Problem des Gamblers. Warum er permanent Bruch geht. Man will zu viel. Man will einfach zu viel. Komm, wir probieren es. Scheiße, Alter, Hilfe.
Man will zu viel. Das war jetzt nicht gut. Aber wenn wir es verlieren, sind wir wieder am Startpunkt vom heutigen Video. Oh, nee, Digga. Nee, bitte. Nein, 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 nein. Alter, warum tun wir es? Warum? Warum? Einfach 1000. Oh Gott, Digga. Mann, wieso? Ach, so dämlich, Mann. Jetzt sind wir wieder bei plus minus null. Wir haben gerade so einen üblen Zipfel rausgeholt. Boah, ist das mies, ey. Also eigentlich sind wir plus minus null, okay, kann man sich noch einreden. Aber wir hätten auch 1100 Dollar mehr haben können. Ich darf einfach nur Loser Battle spielen. Fuck, Mann. Na gut, in diesem Sinne, haut rein. Spider-Man. Und traurige Tschüss.